Guten Morgen. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu, komme ich nach dir und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass wir nie einen Tag anfangen zu kennen, wie wir alle die Matthäus anfangen. Du sollst den Tag bestimmen. Du sollst ans Leben bestimmen. Dein Heiliger Geist soll der Stamm seiner Wort ans bestimmt. Im Namen Jesu. Amen. Das heißt, in Vers 20, da kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen Jakobus und Johannes zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Was willst du? Fragte er. Sie antwortete, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gib meinen beiden Söhnen die Ehrenplatz, rechts und links neben dir. Das ist das normale Menschenwort. Immer sich vor dem anderen stellen, immer sich, weil er wichtiger angestellt hat als das andere, immer weil er sich über den anderen stellen, immer weil er einen höheren Platz, immer weil er mehr hat als der andere und niemals zufrieden. Das beschreibt, wer der Mensch im Fleisch ist von Geburt an. Jesus sah dann, Jesus entgegnete. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr dann auch das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Also Jesus sagt, dass er der Trick Gottes, auf einer anderen steht, dass er der Trick Gottes ist anders. Die Welle herrschen in jeder Entwurf. Der Trick Gottes bedient Handjewe. Und wer du will, der höchste Sonne, der macht sich nie nicht leben. Jewe. Das heißt hier, sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gib meinen beiden Söhnen den Ehrenplätzen rechts und links neben dir. Jesus entgegnete, ihr wisst gar nicht, was ihr verlangt. Könnt ihr denn auch das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich leiden müssen, aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits mein Vater entschieden. Also, was Jesus mit anderen wieder sagt, diese Frage, die ist nicht himmlisch. Diese Frage, die ist irdisch. Die kommt in dem Fleisch, nicht in dem Geist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns selbst daran prüfen. Wenn es das normale menschliche Wort weil diese Ehrenplätze. In Jesus sagt, die Ehrenplätze, die bestimmt Gott. Wie sollen deine, wie sollen die andere Ehre deiner sein? Herr, ich bete, dass du uns eine rechte Herzenseinstellung gibst. Wir wohnen in einer Gesellschaft, wo immer egozentrischer ist. Dort geht alles am Eich in jeder Welt vom anderen gedeint sein, in keiner Welt mehr deine. Halb das, wie sie es du sind, wo deine eine jene der Feind warst. Halb uns zu deiner in Demut, in ich immer herrsche. Weil Herr, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.